Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Der Fritz Biber hat im Bauch eine Arterie gehabt, die sich mit der Zeit immer wieder ausgewuchtet hat. Eine tickende Zeitbombe. Wenn so ein Ballon plötzlich platzt, kann das nämlich tödliche Folgen haben. Durch einen Zufall ist bei ihm das sogenannte Aortenaneurysma entdeckt worden. In einer Operation haben wir dann eine Prothese einsetzen. Der 67-jährige Horgener Fritz Biber war routinemässig beim Hausarzt, als er erfährt, dass er auf der Höhe des Becken eine Hauptschlagader hat, die sich langsam ausbuchtet zu einem Ballon. Keine gute Vorstellung, so eine tickende Zeitbombe im Bauch zu haben. Ich habe im Bekanntenkreis selber einen Arzt erlebt, bei uns zu Hause zu Hause, der das gleiche Echo hat. Allerdings bei der Aorta weiter oben. Und der ist dann gestorben, als der Ballon verjagt hat. Und so hat das Aneurysma von Fritz Biber ausgesehen auf der Aufnahme vom Computertomograph. Eine 6,5 cm grosse Auswuchtung. Das kommt nicht so selten vor. Etwa 8% von allen Männern bekommen das ab dem 60. Altersjahr. Jeder 13. Todesfall geht aufs Konto von einem Aortenaneurysma. Und deswegen sagt man, dass man kurz bevor man berentet wird, also mit Mitte 60, vor allem bei Männern, die Bluthochdruck haben und Raucher waren, unbedingt nach der Erweiterung der Schlagader schauen muss. Was relativ einfach, schnell und zielsicher geht durch eine Ultraschalluntersuchung. Und dann kann man diese tickende Zeitbombe rechtzeitig erkennen. So Auswuchtungen von der Aorta kann es im Brust- oder im Bauchbereich geben. Früher hat man das mit einer offenen Operation reparieren. Heutzutage kann man das, wenn die Voraussetzungen anatomisch gegeben sind, mit einer minimalinvasiven Operation machen, mit einer sogenannten Endoprothese. Das bedeutet, der Bauch selber wird gar nicht eröffnet, die Schlagader wird auch nicht abgeklemmt. Man arbeitet im strömenden Blut und nimmt Prothesen, zusammengefaltet in Einfüllsystemen, über die Leistengefäße, platziert diese unter Röntgenkontrolle unterhalb der Schlagader und tapeziert sozusagen die Schlagader von innen. Hirslanden Klinik im Park. Der Gefäßchirurg Hardy Schumacher legt am Patienten an der Leistengegend kleine Zugänge. Die Drähte werden anschliessend durch die Arterie geleitet. Sie sind dann eine Art Seilbahn für die Prothese, die über eine Schleuse eingeführt wird. Da eine Demonstration. Diese eingepackte Prothese wird dann über diese Schleuse, über den Draht eingeführt, positioniert. Wir werden mit Röntgen und Kontrastmittel die ganzen Landmarken hier markieren, die Nierenarterien, das Aneurysma, die Beckenschlagadern, um genau zu wissen, wo wir sind. Es gibt dann an dem Einführsystem einen sogenannten Handgriff und dann wird wie bei einer Hosennaht durch Zurückziehen eines Fadens die äußere Hülle abgestreift. Und Sie sehen, wie diese Naht so langsam auseinandergeht und die Aufstellkraft dieser Nitinol-Stents führt dazu, dass die Endoprothese sich in ihre vorgegebene, vorher genau festgelegte Größe, die dann eben passen muss zu der Anatomie des Patienten, wie diese Endoprothese sich entfaltet. In dem Falle von oben nach unten. So. In der Animation sieht man, wie es funktioniert. Die Endoprothese besteht aus zwei Teilen. Die werden erst im Inneren zusammengesetzt. Die Cortex-Hülle, verstärkt mit einem Nickel-Titan-Geflecht, tut das Aneurysma von innen dicht austapezieren. Das ausgewuchtete Gefäß bildet sich mit der Zeit dann zurück. Der Chirurg kontrolliert während dem Eingriff die Position der Prothese über Röntgenkontrolle. Da sieht man, wie sie sich entfaltet. Nach 1,5 bis 2 Stunden ist der Eingriff erfolgreich vorbei. Ja, wird jetzt überwacht werden über Nacht zu einer Herz-Kreislauf-Funktion und wird dann morgen auf Normalstation gehen, bleibt dann 2 bis 3 Tage stationär und geht dann wieder nach Hause. Nach 3 Tagen konnte Fritz Biber wieder heimgehen. Er muss jetzt allerdings eins im Jahr zur Kontrolle. Die Prothese hält bis an sein Lebensende.
Das wäre schon wieder von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Der Kontakt zu unseren Experten und alle unsere Videos im Archiv finden Sie unter www.checkuptv.ch. Auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.